Hey, hier ist Kamal von TechStage und ich habe heute hier das Galaxy S7 von Samsung erhalten. Das möchte ich gemeinsam mit und für euch auspacken. Schauen, was drin ist, schauen, wie der allererste Eindruck ist. Also bleibt dran, nach einem Intro geht's los. Das Galaxy S7 wurde ja vor wenigen Tagen auf dem MWC vorgestellt und es kommt in 4 verschiedenen Farben, wobei Silber noch nicht fließend verfügbar ist. Die Packung hier suggeriert, dass ich hier etwas Schwarzes habe. Aber bevor wir reingucken, schauen wir einmal links rechts. Hier vorne steht Galaxy S7, Samsungs Logo. 32 GB groß ist der Speicher. Das ist das Modell. Und hier hinten habe ich einige technische Daten. Zum Beispiel 4G LTE 64-Bit Prozessor, Octa-Core, 4 GB RAM, 5,1 Zoll großes AMOLED-Display oder Super AMOLED-Display mit QHD-Auflösung. Dann eine Dual-Pixel 12-Megapixel-Kamera und auf der vorderen Seite gibt es 5 Megapixel. Neu im Vergleich zum Galaxy S6, es ist wasserfest. Hier steht es nochmal IP68 Water Resistant. Dann hat es Wireless Charging, das hat sich nicht verändert. Es ist Samsung Knox Protected, das ist Samsungs eigene Idee, Ansatz davon, wie Geräte geschützt werden müssen für Konsumenten, aber auch für Business. Und 32 GB Speicher, das ist drin. Erweitern lässt er sich, das ist die Neuheit. Machen wir es einmal auf. Hier ein Magnetverschluss. Hört sich gut an. Und da wollte es eigentlich auch schon rausfallen. Wie immer natürlich, Telefon erst zur Seite. Dazu kommen wir gleich. Was befindet sich alles im Lieferumfang? Es befindet sich nicht wirklich so viel. Hier sehen wir ein SIM-Eject-Tool zum Rausdrücken des Schlittens. Dann haben wir hier ein Ladegerät. Das ist ein Adaptive Fast Charging von Samsung. Der hat eine Ausgangsstromstärke von 2 Ampere bei einer Spannung von 5 Volt. Und das ist der, womit sich das Telefon schnell laden lässt. Lege ich mal wieder so rein oder am besten raus, damit wir den Überblick haben. Auch hübsch eingepackt, USB-Kabel ist Micro-USB, nicht USB-Typ-C. Also Samsung hat sich gegen USB-Typ-C entschieden für das neue Flaggschiff. Und was interessant ist, das ist cool. Und zwar hat Samsung hier so einen USB-Konnektor. Das ist nichts weiter außer ein OTG-Adapter. Heißt Micro-USB rein und hier kommt dann der USB-Stick rein. Für diejenigen, die es wirklich machen wollen, für diejenigen, die sagen, okay, ich habe hier ein Samsung-Telefon, 32 GB und ich nutze einfach meinen Stick, um vielleicht Daten zu übertragen. Gibt ja Leute, die wollen das immer noch machen? Sollen sie? Das geht jetzt. Und hier haben wir etwas, was sich nicht so einfach rausholen lässt. Ja, habt etwas Geduld mit mir, ich versuche es hier schon. Und zwar in dieser kleinen Box sind die Kopfhörer drin. Nun, die Kopfhörer machen jetzt keinen echten guten Eindruck bei mir, das kenne ich so von Samsung, aber also bisher war das so. Lass uns mal eines Besseren belehren. Und so sehen sie aus. Ganz einfache In-Ear-Kopfhörer, oder was heißt In-Ear, die sind ja ganz normal so aufgebaut. Das ist eine Mischung aus On-Ear und In-Ear, aber so dieser Nüppel hier, der geht in die Ohren rein und sorgt dann vermutlich für eine bessere Abdichtung. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen solltet, was alles mitgibt. Ich packe das alles zur Seite und wir starten das Telefon gleich. Also, zur Seite damit. Was haben wir hier? Wir haben hier das Samsung Galaxy S7 in der Farbe Schwarz. Vorne ist eine Folie und hinten ist eine Folie. Hier steht noch die Modellbezeichnung, die E-Mail-Nummer, die Seriennummer. SMG930F, 32 GB. Jetzt kommt's, Folie runter. Und weil es so schön war, noch einmal. Ups, Sekunde. Hier oben. Ja, da haben wir es ja. Das ist das Telefon, das Samsung Galaxy S7, das Galaxy-Smartphone der 7. Generation. Was hat sich verändert? Nun, auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, es ist ein S-Modell des Galaxy S6, weil so viel von der Optik hat sich nicht verändert. Die Ränder sind an den Seiten abgerundet. Das sieht wirklich wunderschön aus. Wahrscheinlich nicht mal so schön wie im Video zu sehen, wie im echten Leben. Und die haben die Rückseite hier an den Seiten runder gemacht, sodass es besser in der Hand liegt. Erster Eindruck, wow, ist das ein schönes Telefon. Wunderschön, es glänzt überall. Ist natürlich eine Frage der Zeit, bis sich das Ganze mit Fingerabdrücken schmückt. Also sind wir da ein wenig vorsichtig. Das Telefon wollen wir einmal einschalten. Wir wollen gucken, wie der Zustand ist.
wenn es einmal angeht, wie der Assistent reagiert, bis es hochfährt. Hier steht Samsung Galaxy S7, powered by Android, mit dem neuen Logo, was es schon seit einiger Zeit gibt. Hier gibt es die LED, wo viele nachgefragt haben, gibt es überhaupt eine LED? Ja, es gibt eine, nämlich die ist hier oben neben den ganzen Sensoren. Hier gibt es eine Kamera, 5 Megapixel, sagten wir. Display ist 5,1 Zoll an der Diagonale groß, Super AMOLED, wie gesagt. Dann fingerabdruckbasierender Home-Button und kapazitive Tasten für Menü und Zurückgehen. So sieht die vordere Seite aus. Und hier auf der Rückseite, da gibt es die 12 Megapixel Kamera mit einer LED und Sensoren, die wir zum Beispiel brauchen für Infrarot oder für Pulsmesser oder UV-Sensor. Infrarot ist gut, Infrarot gibt es diesmal nicht. Das gab es mal eine Zeit lang, haben sie wieder rausgenommen. Das ist das Telefon, so sieht es aus, schön handlich, schön leicht, 152 Gramm, fühlt sich gut an, hat was sehr Kompaktes an sich. Deutschland starten, SIM-Karte einsetzen und auf Netzdienste zutreffen, wollen wir nicht. Wir können einfach hier ganz mal jetzt unser WLAN richten, ich überspringe das alles mal, damit ihr das so schnell wie möglich seht, was hier eigentlich Sache ist. Weiter, 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 weiter. Und, nee, das will ich nicht. Sekunde. Ich mache das noch alles in aller Ruhe. Jetzt geht es hier nur darum, erstmal zu sehen, wie so der Assistent ist. Überspringen. Ich sag euch, ihr braucht echt Zeit. Später. Das will ich nicht. Kein einfacher Modus. Samsung Knox will ich auch nicht. Und beenden. Ja, wir haben es hinter uns. Und so sieht's aus. So sieht das Telefon dann aus, wenn es eingerichtet ist. Ohne Mobilfunk und ohne WLAN. Natürlich kann es sich nicht verbinden. Es kann nichts gerade. Es ist dumm. Und intelligent wird es natürlich dann, wenn es die ganzen Daten aus dem Internet bekommt und aus dem Funk und telefoniert. Aber ja, so sieht das Telefon aus. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Okay, wir wollen das Telefon jetzt nochmal fertig einrichten, werden das voll aufladen, die Tage damit etwas fotografieren und dann zeigen wir euch in aller Ruhe einen guten Test. Ich denke mal, nächste Woche ist das schon soweit und sind gespannt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Gerät, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir werden darauf reagieren und versuchen, sie im Test einzuholen. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.